Thomas, ein bisschen lag es ja in der Luft. Nun habt ihr die Entscheidung getroffen. Keiner darf mehr zusätzlich aufs Festivalgelände. All diejenigen, die jetzt nicht drauf können, wie bekommen die ihre Ticketkosten oder auch ihre Reisekosten von euch erstattet? Ja, die Tickets werden refundiert, das ist ganz klar. Der technische Ablauf, da sind ist unser Team jetzt dran, die arbeiten natürlich auf Hochdruck, aber im Moment haben wir gerade noch ein paar andere Themen. Aber da sind wir dran. Da wird es über unsere Socials, über die Wacken-App und wir haben ja auch die direkten Kontakte der Käufer. Da wird es aus dem Ticketcenter eine Meldung geben und das ist ganz klar, die nicht da waren. Und wir werden uns auch was einfallen lassen, da sind wir auch dran. Aber das folgt jetzt alles. Da kam die Tut uns auch, unendlich leid. Also wer uns kennt, der weiß, dass wir alles tun, damit Veranstaltungen, damit selbst ein Clubkonzert bei widrigsten Bedingungen stattfindet, weil das war schon immer unser Credo, the show must go on. Aber es geht eben auch um Sicherheit, es geht auch ganz klar um die Versorgung derer, die jetzt hier sind. Ja, also man muss sich vorstellen, alles dauert doppelt so lange. Also wir kommen da an die Kapazitäten und an die Kapazitätsgrenzen. Und haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Deswegen die Kritik, dass Informationen ab und an zu langsam sind. Man muss sich vorstellen, wir stimmen alles mit den Behörden, mit allen Ämtern, mit allen BOS-Kräften ab. Und dass das da ein bisschen unter diesen extremen Bedingungen länger gedauert hat, da bitte ich auch nochmal um Entschuldigung. Aber keiner braucht sich Sorgen machen. Also dafür sind wir bekannt. Und das haben wir auch im Griff. Was heißt denn genau, ihr lasst euch was einfallen? Dass wir natürlich im Team jetzt überlegen, was können wir den Leuten Gutes tun. Also wir haben ja auf jeden Fall den Magenta Music Stream oder Magenta TV. Und also wie in der Pandemie, ja, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommt Wacken zu euch. Das ist nur ein ganz, ganz schwacher Trost, das wissen wir. Also ich meine, das macht uns auch fertig, dass unsere Family nicht kommen kann. Also das muss man ja mal ganz, ganz, ganz klar so sagen. Wir versuchen jetzt hier ein Wacken durchzuziehen im Spirit. Also die Stimmung ist gut auf den Campgrounds. Also wir hoffen auch, dass es jetzt auffällt und die Bühnen sind spielbereit. Also und allen anderen, die nicht kommen können, versuchen wir in irgendeiner Form am Festival teilhaben zu lassen und uns dann vielleicht auch noch, das muss man aber sehen, was uns denn einfällt. Im Netz wurden ja Stimmen laut von denjenigen, die nicht kommen konnten. Wacken ist doch eigentlich entweder für alle oder für keinen. Wäre eine Absage fairer gewesen? Naja, gut, als wir in der Diskussion waren ja schon viele da. Also es ist jetzt müßig. Wir haben die Entscheidung getroffen. Wir haben mit allen, wir haben uns in die Augen geguckt und haben gesagt, wir versuchen alles. Wir kriegen ja auch was hin. Also es ist ja unglaublich, was die Crew hier geschaffen hat. Also die Bühnen stehen alle. Ja, also alle möglichen Sachen finden statt. Also wir machen eine riesen Celebration für Lemmy, für unsere Icon, für den Geist von Wacken, muss man ja sagen. Das kriegen wir alles hin. Aber wenn jedes Auto raufgezogen werden muss, wenn nachher Toiletten, was wir sonst für 80.000 Leute hinkriegen, nicht mal für 30.000 Leute hinkriegen. Wir sind da an den Grenzen und dann ist es ja auch eine Entscheidung, die wir im Team getroffen haben, auch mit allen Behörden und allen Vertretern und mit unserer ganzen Crew. Und das ist das, was ich hier jetzt zu verkünden habe. Und ja, klar, also mir gefällt das auch nicht. Und ich hätte natürlich gerne alle hier gehabt. Und der Spruch ist ja richtig. Wacken ist für alle da. Es fängt bei der Inklusion an, aber wir müssen da gucken. Was ist mit den Fans, die auf dem hungrigen Wolf untergekommen sind und ja auch Festivalbändchen bekommen haben? Sollen die jetzt geschattelt werden oder müssen die zu Fuß kommen? Da sind wir auch dran. Also hier im Hintergrund, das kann man sich ja vorstellen, an allen Ecken und Kanten wird natürlich, während ich irgendwo draußen bin und versuche, Stimmung einzufangen oder mit Medienvertretern zu reden, läuft ja hinten alles weiter. Das Problem ist bewusst. Wir versuchen, das, was hier auch noch
auf der Hauptstraße in Wacken steht. Hier campen ja auch einige. Das ist ein Riesendank an die ganze schleswig-holsteinische Bevölkerung, was wir für eine Sympathie und für eine Solidarität unseren Gästen gegenüber erfahren haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das sind jetzt so die kleinen Sachen, die wir nacharbeiten. Aber also das Große ist, wir können keinen mehr reinlassen. Wie viele Festivalbändchen sind denn wirklich rausgegeben worden? Also mit wie vielen Fans rechnet ihr dann jetzt auf dem Infield-Gelände? Aber wir sind sicherlich irgendwo um die 40.000. Das muss man im Moment gucken. Also da laufen auch noch die Scans rein. Stichwort war der Hungrige Wolf. Also da auch nochmal ein Riesendank an die Gemeinde Hohenlockstedt. Und dann müssen wir sehen, was nachher die Endzahl ist. Also wir gehen im Moment davon aus, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dass wir um die zwischen 40 und 50.000, also dass wir vielleicht sogar über 50% der verkauften Tickets hier noch ein Festival ermöglichen können. Und das ist nicht das, was unser Anspruch ist. Also da nochmal an alle eine riesen, riesen Entschuldigung. Also mir blutet auch das Herz. Also ist einfach so. Aber wir müssen natürlich sehen, Sicherheit geht vor und wir wollen auch weitermachen. Also dass das auch schon mal als klare Aussage. Das sind wir unseren Mitarbeitern, das sind wir, glaube ich, der Community und das sind wir dem Metal eigentlich auch schuldig. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir das machen. So ein Headliner wie Iron Maiden, kommt der auch bei 40.000 Fans? Ja, hundertprozentig. Also, ich meine, wir kennen die Band, Maiden kommen auch für 1.000 Fans. Also das ist nicht die Diskussion. Ja, und Rod Smallwood, der Manager, der kennt das Festival lange, lange, lange bevor überhaupt Maiden gekommen sind. Das hängt eher an Termingeschichten und das in der Community, eine Riesenloyalität. Ich habe eben den Metal Battle Gewinner aus Australien getroffen. Ich meine, ich komme aus Australien. Ja? Und ich meine, Ayers Rock ist einer der wärmsten Stellen. Also für die ist das natürlich, aber die sind auch begeistert. Also wir müssen da jetzt auch sehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Jetzt, wir versuchen nachher auch Bilder zu bringen von feiernden Fans. Also Landgasthof, die ersten Konzerte, grandios. Es ist natürlich jetzt immer eine bittere Pille dabei für die, die nicht kommen konnten. Da können wir uns nur entschuldigen und wir können auch nur versuchen, da ganz kleine Wundpflaster zu verteilen mit dem Stream oder was uns sonst irgendwie noch einfällt. Oder uns ist bewusst, dass das auf Deutsch gesagt eine scheiß Situation ist, aber the show must go on. Gibt es denn überhaupt Stellen, an denen das Programm wackelt oder soll jeder wie geplant auftreten? Also Artist Production, wir sind hier ja im rückwärtigen Bereich, die arbeiten dran. Es ist jetzt natürlich, Abnahmen finden noch statt und bis wir das Go kriegen, die Türen aufzumachen. Das Bühnenprogramm ist im Moment nicht unser Problem. Also wird vielleicht, das ist aber ein Business as usual, vielleicht verspätet sich ein Fluch, vielleicht hat einer Husten, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das ist nicht unser Problem. Also das kriegen wir, da sind die einfach zu gut. Die kriegen das auch hin, wenn jetzt noch ein Gewitter um uns herum wäre. Es geht um die Sicherheit derer vor der Bühne und es geht um die Sicherheit der Crew. Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Stunden jetzt aufmachen und dann versuchen wir ein geordnetes Programm durchzufahren. Du hast es eben erwähnt, Gewitter drohen noch. Ist denn ein Abbruch auch immer noch denkbar? Das hoffen wir nicht. Also die Prognosen sind jetzt, das wäre jetzt gelogen, ideal, aber im Verhältnis zu den letzten 8 Tagen sind das ja glänzende Aussichten. Und wir hoffen, wir drücken die Daumen und ja, Gewitter sollen eigentlich nicht mehr kommen. Das war nur das Beispiel, die würden auch bei Gewitter aufbauen. Du bist ja nun auch ein norddeutscher Jung, du kommst aus dieser Region, du kennst die Wettersituation. Die Wettersituation war ja auch schon Tage vorher bekannt. Der Boden ist nicht neu auf Wacken, auch den gibt es hier seit Jahrzehnten. Hätte man die ganzen Fans nicht noch früher warnen müssen, nicht anzureisen? Ist eine Diskussion, die man sicherlich führen kann und die werden wir auch im Nachhinein führen. Wir haben Entscheidungen getroffen, wir haben es eigentlich immer hingekriegt und wir haben ja auch gesehen, also wenn wir über 50% raufkriegen, dann ist das eine enorme Leistung, die, glaube ich,
kein anderes Team bewerkstelligt hätte. Das muss man jetzt sehen. Also es ist eine Teamentscheidung und für uns steht im Vordergrund die Sicherheit der Fans, die Sicherheit der Crew, der Künstler. Aber wir wollen auch alles möglich machen und jeder kann sich sicher sein, wir geben alles. Jeder ist hier im Team bereit, die extra Meile zu gehen für die Fans und für die Musik. Solche Extremwetterereignisse, muss man ja jetzt sagen, die werden ja eher weiter zunehmen als weniger werden. Ist es denkbar, jemals Wacken woanders hin zu verlegen, auf einen anderen Untergrund? Wacken ist Wacken. Ich meine, das ist ein Ortsname. Wacken kann nur in Wacken sein. Ich meine, das sind wir auch der Region schuldig, die uns diese Gnade erwiesen haben, also dass wir das machen dürfen. Holger und ich kommen ja ganz, ganz klar von der Liebe zur Musik. Das ist ja das, was uns antreibt und was uns immer angetrieben hat. Und wir haben Veranstaltungen weltweit gemacht, also, aber Wacken ist in Wacken. Was wir an Maßnahmen treffen, das muss die Zukunft zeigen. Es gibt ja trotzdem noch Vereinzelte, die versuchen, aufs Gelände zu kommen. Wie schickt ihr die jetzt noch weg? Im Außenbereich haben wir Personal, Polizei ist unterwegs, also, das muss man sehen. Die jetzt hier in der Hauptstraße gekämpft haben letzte Nacht, die werden wir sicherlich noch abarbeiten, aber es geht nichts mehr. Ne? Also Hungriger Wolf war ein Stichwort, sind wir dran. Also es läuft. Du hast es erwähnt, ist auch für euch und deine Crew ein enormer zusätzlicher Aufwand. Jetzt kommt nur die Hälfte, ihr müsst einen Teil rückerstatten. Was bedeutet das wirtschaftlich für euer Unternehmen? Nach der Schlacht guckt man, wie es gelaufen ist. Also wir sind dazu in der Lage. Wir haben gute Partner und das muss man sehen. Also, das war die Frage nach innen, einmal die Frage nach außen. Die Metalheads sind ja extrem geduldige Menschen, die standen im Stau und hatten trotzdem gute Stimmung, aber jetzt sind ja doch viele angepisst. Wie wollt ihr das Vertrauen von denen zurückgewinnen? Ja, mit einer guten Show, mit einer schnelleren Kommunikation, das muss man eben sehen. Aber ich meine, die hier waren, die kennen das Festival und die lieben das Festival. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er zu uns steht oder nicht. Wir tun alles, also die Crew ist unwahrscheinlich motiviert. Die Künstler, die ich bis jetzt getroffen habe, sind tierisch motiviert. Und dann muss jeder für sich selber entscheiden, was er daraus macht. Danke, Thomas. Das war's für mich. Danke dir. Wünsch dir trotzdem ein gutes Wacken 2023. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.